Ja, ich denke, wenn wir ihn jetzt töten und seine Leibwächter, die wahrscheinlich, ne, viel zu eingeschüchtert sind, um irgendwas anderes zu machen, als ihn zu verteidigen, dann werden die anderen fliehen. Oder zumindest nicht wirklich gegen uns kämpfen, weil er ist völlig durch. Plötzlich führte eine Hand an seine Schläfe und verdeckte mit seinem Gesicht. Was weiß Kolx schon von Opfern? Er würde sich darin schwelgen, uns einen nach dem anderen vergehen zu lassen und Beras Strafe erleiden. Bis auch die letzte Seele zu ihrem ewigen Ruheort geht und Goldtal nichts mehr als ein Ödland ist. Goldtal sieht jetzt schon nicht wirklich gut aus. Du hast deine eigene Frau ermordet, dein Kind. Blub, blub. Ja, nee, sowas macht Marissa nicht. Wäre jetzt die richtige Reaktion für irgendeinen netten Menschen, aber nee. Ich bin nicht gekommen, um hier groß Reden zu schwingen. Ich weiß jetzt, was du getan hast. Das macht das Ganze noch ein Ding einfacher für uns und ist ein gutes Druckmittel für etwaige Überlebende. Ich beabsichtige, dich aufzuhalten. Stop me from saving Gilded Vale. From doing what I must to see this curse lifted and our children restored. What purpose is there in that? No, you come to put a weaker man upon the throne for no reason but that he clamors for it and claim it just. Was ist so nicht ganz richtig? Eigentlich habe ich vor, dich zu töten, deinen Mann zu töten und dann zu gucken, was Kolst genau tun wird. Und wenn er irgendetwas anderes tut, als uns da hinzusetzen und irgendeine kleine Rolle nebenan zu spielen, dann werden wir auch Kolx töten und uns dann auf den Thron setzen. Auch wenn wir keinen wirklichen Anspruch darauf haben, aber wir konnten alle anderen Thronfolger ausschalten. Also wird sich wohl keiner gegen uns stellen, oder? You are a pawn in Kolx's designs and he has kept his motivations from you for a reason. I wonder if you understand what it is you do or what you might accomplish if you were better informed. Was du erreichen könntest, wärst du besser informiert. Ja, nö. You have proven your competence in your way. And had I such an ally, we might together put an end to Gilded Vale's woes. Lift the curse once and for all. And in doing so, return us to a life where such strict measures are not necessary. Das ist jetzt der Punkt, den der Kleriker unten meinte. Eigentlich versucht er wirklich, also wirklich, wirklich, das Richtige zu tun. Nur mit sehr drastischen Mitteln. Wozu man aber auch manchmal greifen muss. Es hört sich jetzt komisch an, aber es gibt Situationen, in denen muss man recht krasse Dinge tun, um noch schlimmere Dinge zu vermeiden. Goldbackdritter, meine Loyalität ist käuflich. Wenn du mich bezahlst, werde ich dir eine Zeit lang dienen. Ja, nee. Wir wollen niemandem mehr dienen. Wir sind kein Goldpaktritter mehr. Dein Volk hat Gerechtigkeit verdient. Das hier findet jetzt ein Ende. Ja, nein. Das hat mich nicht überzeugt. Verteidige dich. Ja, wir sollten echt aufhören, hier rumzureden. Stirb. So be it. May the twinned god take pity upon your splintered soul and scatter it to the winds. Ja, du bist gleich tot. Okay, also, Fox, du da, was war das? Lazarett, okay, du schubst den, du hau einfach mal den, du haust, haben wir Fernkämpfer? Das sieht krass aus. Ja, wir haben Fernkämpfer, der schießt allerdings auf den Fuchs. Also mache ich nicht den Schleier, wobei es ist ein Instant-Zauber, ne? Ja, mach den Schleier, ist okay. Du sorgst dafür, dass hier alle einen Debuff bekommen. Du sorgst dafür, dass der gute Redrick markiert wird. Und du... Phantomfeinde... dringt in den Verstand von Zielen im Wirkungsbereich ein und zwingt sie dazu zu glauben, sie seien von Phantomfeinden umgeben, wodurch sie für die Dauer flankiert sind. Wow, ist das groß. Da muss ich noch ein bisschen warten, bis sie näher rankommen. Okay, du schießt einfach auf den Robenträger hier, damit er schnell umkippt. So, hat was zu tun, hat was zu tun, hat was zu tun. Ist fertig. Weil instant, okay. Eine Nanosekunde später macht er was anderes.
Du machst jetzt die Dinger hier und schießt damit auf ihn. Das waren diese umspringenden Bälle, die dann von da nach da gehen. Und hoffentlich den Robenträger hier gut zusetzen und dann die da ein bisschen weichklopfen. Weil die Fernkämpfer und Magier müssen eigentlich relativ schnell weg. Er wird zwar garstig Schaden austeilen, einstecken können, aber er ist schon jetzt auf dem Weg hier zu Marissa und das kriegt die schon gebacken. Das heißt, du hast immer noch einen Flammenangriff. Ist hier noch fast keine Zeit vergangen. Okay. Aber langsam. Okay, irgendwas ist gerade hier passiert. Du hast alle gebunden, das ist sehr gut. Dann schubst bitte den nächsten um. Du machst immer noch den Effekt. Du machst jetzt bitte einen Schutzzauber. Für möglichst viele von uns. Du hast die Markierung gemacht auf Redrick. Okay. Dann mach bitte noch eine Verstümmelung auf den Erzmagier. Du hast inzwischen mehr Fokus? Fokus. Könntest jetzt also irgendwas Garstiges machen, wie zum Beispiel Puppenspieler. Wird beherrscht. Ja. Beherrsch mal bitte den Bogenschützen. Gut. Also der Magier hier ist schon mal weg. Du schrei. Kriegst seinen Rücken gewischt, aber ist okay. Du bist noch am Umschubsen? Bist noch am Umschubsen, okay. Du hast den Zauber gemacht, du. Machst du eine Flammenlanze und zwar auf den Erzmagier. Du machst den Schutzzauber, du machst den Kontrollzauber, du machst den. Ist alles okay soweit? Okay. Was ist das für ein Zeichen da? Du tust Dinge. Muss man noch einen zaubern, Du schießt weiter, ja. Erzmagier ist tot. Klingel ist vorbei. Er wurde allerdings nicht übernommen. Und du bist jetzt am normalen Angriff machen. Ja, irgendwie wurde auch kein Fokus abgezogen und nichts gemacht. Also ich denke, sie wurde einfach unterbrochen. Und der Erzmagier versucht zu schießen, also schießt bitte du auf ihn. Oh, du kriegst gerade auf den Deckel von einem Leibwächter, das ist nicht gut. Du zieh ihn hier in den Nahkampf. Join arms. Okay, der kam nicht mehr zum Zaubern. Gut, dann wechsel doch bitte Ziel auf den Leibwächter, Der gerade den Fluchteffekt nutzt, das ist dieses lila komische Ding. Und dann zieh bitte den da ran. Redrick ist vor Marissa, der Paladin läuft Gott weiß wohin. Du mach mal kurz eine Heilung, sonst gibt noch irgendjemand um. So. Du haust auf den Fuchs. Du hast da noch jemanden umgehauen. Gehst jetzt auf Redrick los. Okay, markier Redrick bitte mit diesem Mehr-Schadensding. Du greifst ihn an. Du auf den, ja, ist okay. Ja. Du machst bitte das Ding hier. So. Und du, wo stehst du? Kann das nicht wirklich gut erkennen. Das bist du, ne? Er ist die trauernde Mutter. Hallo, da stehst du. Ja, du stehst da echt nicht gut. Du machst ein Geisterschild. Du machst noch so einen Krüppelschuss. Du machst den Effekt. Du machst den. Trauernde Mutter. Du verbrennst mir jemanden. Und zwar den Leibwächter hier. Und der ist tot. Und Redrick ist tot. Glaube ich. Nee, da. Okay. Alles okay, alles okay. Du schießt bitte auf den Bogenschützen. Du machst nochmal so einen. Alle mit drin, ja. Du machst ein nekrotischen Lanzending auf den, damit sie nicht hier in der Nähe rumturnt.
Und du machst mal einen Flammenschlag einfach auf Regix, so. Oh, oh, oh. Regix wird immer wieder geheilt von den Paladinen. Macht Sinn. Dum, dum, dum. Du, mikrotisches Ding. Der ist fast tot. Auf den Paladin. Und der Fuchs hält sie super. Du bist mit deinem Zauber durch. Mach's gleich nochmal den da. Hey. Dein Kämpfer ist tot. Du. Grässliche Segnung. Versteckt die Entschlossenheit aller Verbündeten im Kampf und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Sehr gut. Dahin, du schießt auf den, der den Daumen gibt. Okay, alle Mann außer Marissa auf den. Marissa erledigt Redrick alleine, sie das gehört. Na komm, komm. So. Das dauert jetzt eine Weile, glaube ich. Du bist noch markiert? Du bist markiert, ja. Schmelzt die Glaseele. Der Wächter trennt die Lebensessenz seiner oder ihrer Feinde auf und erlangt dabei Ausdauer. Du brauchst keine Ausdauer. Mach mal. Oh, das war ein guter Treffer. Mhm. Yep. Wirklich viel Schaden macht sie nicht. Bist du gerade weggelaufen? Ja, das hast du jetzt sowas unverdient. Läufst weg und willst einen Fuchs in den Rücken schlagen. Feiger Möp, du. So, was haben wir hier alles Schönes? Wir haben Gerechtigkeit. Ein Zweihänder. Gut und Zerschlagungspeitsche. Plus 25% Zerschmetterschaden. Okay. Dieses Schwert wurde einst von einem Paladin auf einem längst vergessenen Kreuzzug als Henkersklinge verwendet. Über die Jahre richtete der Paladin unzählige Ungläubige hin, doch mit der Zeit verwandelte sich sein brennender Eifer in Furcht über das endlose Böse, das er in seinem Heimatland heranwachsen sah. Da die kurzsichtige und wirkungslose Herangehensweise seiner Vorgesetzten leid war, schwor der Paladin, die Fäulnis aus dem Herzen seines Volkes zu entfernen, indem er jeden hinrichtete, der sich mit Heiden abgab. Als er in einem kleinen Dorf einen Ungläubigen fand, der sich dort versteckte, tötete Paladin mit seinem Schwert jeden einzelnen Dorfbewohner. In jener Nacht erwachte der Paladin, weil ihm sein eigenes Schwert durch die Brust getrieben wurde. Seine eigenen Männer hatten ihn verraten, weil sie die Schuld ihrer Mittäterschaft an ihren Gräueltaten nicht ertrugen. Dieses große Schwert scheint mit Rost überzogen zu sein. Doch bei näherer Betrachtung stellen die braunen Flecken auf der Klinge sich als getrocknetes Blut heraus. Von seiner Größe abgesehen scheint das Schwert nicht bemerkenswert zu sein. Die einzige Verzierung ist unter der schwarzen Lederwicklung unter der Fehlschärfe verborgen, wo ein Bild von Voidica eingraviert ist. Kratzer auf der Verzierung lassen darauf schließen, dass jemand einst ungeschickt versuchte, sie zu entfernen. Zwei Hände. Die kommen erstmal zu dir. Die gute Robe. Was? Warum wird er jetzt ein Plattenpanzer angezeigt, bei ausgerüstet? Okay, das ist auch zu dir. Die sehen schick aus. Dann haben wir noch einen kleinen Schild. Du, geh mal zu ihr. Also ich spiele mit dem Gedanken, Marissa das Schwert zu geben. Auch wenn sie damit, glaube ich, keine Proficiency hat, also keinen Bonus bekommt, aber sieht bestimmt irre cool aus und sie hält schon ziemlich viel aus. Also könnten wir ihr das zumuten. So, das nimmst du bitte alles mit. Zack. Nimmst mal das weg, das in die Hand und guckst dir an, wie das aussieht. Nicht bemerkenswert, genau wie der Dex gesagt hat. Können wir noch was aufpacken? Töten. Humanoiden töten. Ja. Ist eine passende Situation, um das Schwert damit zu verzaubern. Mach mal. So. Und wenn es halt eng wird, kann sie immer noch auf Schwert und Schild wechseln. Gut, Marissa. Ja? Setze dich.
auf den Drohnen. Kann sie nicht. Okay, will sie momentan wahrscheinlich auch noch gar nicht, weil sie eigentlich erstmal losziehen sollte und dafür sorgen, dass ihre neue Burg verdammt nochmal gesichert ist. Und sich hier nur Leute aufhalten, die sich unserer Sache anschließen wollen. Also gehen wir jetzt nochmal zurück, sprechen mit dem Priester, gucken, wie der Priester reagiert und gehen danach nach und nach diese Burg durch. Und irgendwann wird wahrscheinlich noch Kolx auftauchen mit so einem kleinen Stoßtrupp, um gucken, was hier vor sich geht.